Heute möchte ich mich beschäftigen mit einem Thema, von dem ich eigentlich geglaubt habe, es wäre mehr oder weniger vollkommen beleuchtet. Und überhaupt darauf gekommen bin ich durch das Interview mit Matthias Matusek, dem ehemaligen Ressortleiter des Spiegel, und Eva Herrmann, der ehemaligen Tagesschausprecherin. Und in diesem Interview ging es um die Abläufe der Kerner-Sendung 2007, in der Eva Herrmann dann schlussendlich auch ja, rausgeschmissen wurde. Und ich will gar nicht an der Ausführung da irgendwo rumrühren, sondern ich will es eigentlich ergänzen mit zwei Punkten, die ich auch noch für relevant halte. Zum einen hat Herr Matusek in dem Interview den Ausdruck Patient Null geprägt. Und nach meinem Verständnis geht es dann darum, dass Eva Herrmann dann ja die erste Person aus der Öffentlichkeit auf diesem Parkett der Medien das erste Mal so mit dieser Nazi-Keule ja, hingerichtet werden sollte. Und das ist für mich der Punkt. Sie hat eine gewisse Form des Rufmords erleiden müssen, das sehe ich auch so. Das ist aber nur der eine Aspekt. Also darauf folgend sind ja mehrere Menschen, die sich irgendwo kritisch geäußert haben, oder mussten sich dieser Tortur ergeben oder diese über sich ergehen lassen. Es ist aber noch ein bisschen anders gewesen. Wenn ich jetzt mal rein sachlich den Inhalt dessen, was in dieser Kerner-Sendung gelaufen ist, analysiere, dann sehe ich Eva Herrmann als Siegerin daraus hervorgehen. Also niemand hat sie widerlegen können. Das letzte Argument von Herrn Kerner war: Warum beschäftigst du dich überhaupt noch damit? Warum bringst du das Dritte Reich ins Spiel? Da kannst du doch missverstanden werden. Und würdest du das nochmal so machen, sonst könntest du ja missverstanden werden, als ob das ein Fehler wäre, dass man missverstanden wird. Also das liegt doch dann, missverstanden werden kann ich immer. Halte ich für absolut sinnlos und sich deshalb dann nicht mehr mit den Fehlstellungen des Dritten Reichs zu beschäftigen, finde ich eine hinkende Argumentation. Aber das mal so am Rande. Also was hat sie da im Endeffekt gemacht oder wie ist das entstanden? Sie bringt ihr Buch raus. Daraus entsteht irgendeine Form der Kritik, also irgendwem ist sie aufgestoßen, diese Ausarbeitung. Obwohl Eva Herrmann das ja mit Sicherheit nicht geschrieben hat, um irgendwann mal in einer Kerner-Sendung zu sitzen und sich da auseinandernehmen zu lassen. Und sich auch irgendwo ungerecht behandelt zu sehen, sondern sie wird das ja gemacht haben, weil sie irgendwo eine Fehlstellung beobachtet haben will und gesagt hat: Hey, lass mal darüber reden. Und das ist mir wichtig. Aber es ist als Angriff angekommen. Und man hat daraus dann seinerseits einen Angriff gemacht. Und das war diese Keule, diese Nazi-Keule. Und dass sie nicht passt, da kommen wir gleich noch drauf. Was dabei auch dann dabei passiert ist, dass dieses Richtschwert, mit dem das passieren sollte, aus meiner Sicht eine Kerbe bekommen hat, von dem es sich nie mehr erholt hat. Seitdem. Also deswegen ja der Begriff Patient Null, sind mehrere Menschen davon betroffen gewesen, mussten das über sich ergehen lassen. Aber wenn ich jetzt bei einem Hubert Aiwanger ankomme und sehe, dass dieses Dechiffrier-Video von Reit Schuster, mein letzter Stand war 6,7 Millionen Mal gesehen wurde und wo sich Herr Lanz nicht sehr gut schlägt, wie ich finde, und ein Herr Aiwanger sich gar nicht aus der Ruhe bringen lässt und auch im Nachgang, wo nochmal nachgearbeitet wird, weil man da irgendwelche Zettelchen aus der Schulzeit findet, mit denen er auch nur über Umwege was zu tun hatte. Selbst da lässt er sich nicht so wirklich aus der Ruhe bringen. Das war mein Eindruck. Und ich glaube, das hat damit zu tun, also Eva Herrmann, man könnte jetzt an ein, zwei Punkten rhetorisch nochmal sagen, da wäre noch was drin. Ja. Aber Zeitqualität bedenken, sie war die erste Person, also Patient Null, der da gesessen hat und das über sich hat ergehen lassen müssen. Und da weiß man noch mal viel weniger, was auf einen zukommt und kann da nicht mehr so gelassen umgehen. Also nicht nur Patient Null, sondern, und das war der erste Begriff, der mir so eingefallen ist, erste Schildmaid.
die dann da unfreiwillig quasi mit dem Schild eine Bresche geschlagen hat. Wo wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, dass die Leute damit ganz anders umgehen können, wenn sie damit konfrontiert werden, weil das Ganze hat seinen Druck ein bisschen verloren. Also ich kann das schon gar nicht mehr so wirklich ernst nehmen. Was auch wieder dramatisch dafür ist, wie abgenutzt dieser Begriff mittlerweile ist. Oder dieser Vorwurf. Das ist der eine Aspekt. Der andere, und den finde ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch dramatischer finden soll. Da geht es dann darum, also wir hatten ja, nein, machen wir nochmal den Ablauf. Eva Herrmann verlegt dieses Buch und ursächlich für diese Kerner-Sendung war ja die Aussage von Eva Herrmann, ich glaube, auf einer Pressekonferenz zur Verlag oder zur Verlegung des Buches, wo ein Halbsatz aus dem Kontext gerissen wurde und den man auch missverstehen musste. Also sie sagt ja, es war ja nicht alles schlecht in der Vergangenheit oder in dieser Zeit. Aber das bezog sich eben nicht auf das Dritte Reich, sondern in der Zeit davor. Und nachdem Eva Herrmann das auch in der Kerner-Sendung klar gemacht hat, kommt ja das, was wir gerade gesagt haben von Kerner, der dann sagt, ja, aber das ist ja missverständlich. Wie sinnvoll das ist, hatten wir gerade. Im weiteren Verlauf kommt aber noch mal eine andere, wie ich finde, spannende Situation. Und hier möchte ich noch verweisen auf ein anderes Video, was ich gemacht habe. Und zwar geht es da um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Und ich glaube, es war Senta Berger, die dann gesagt hat, irgendwo in dieser Mischpoke aus Aufregung. Ja, also entweder machen wir jetzt das, was wir mal abgesprochen haben, was auch immer das heißt. Oder ich muss, also da muss ich mich mit ihrem Buch vorher beschäftigen, sonst geht das hier nicht weiter. So sinngemäß. Wo ich dann den Eindruck gewinnen muss, es wirkt auf mich so, als ob sie da steht und sagt, ja, ich bin ja jetzt eigentlich nur hier zum sinnlos drauf losdreschen da. Im Grunde habe ich jetzt gerade festgestellt, ich weiß gar nicht, worum es geht. Und wir müssen jetzt schnell machen, weil sonst holt mich die Erkenntnis ein. Und also das ist, jeder hat bestimmt mal diese Begrifflichkeit gehört. Es soll jetzt keine Beleidigung in Richtung Senta Berger sein, ja? Also jetzt mal nur die sachliche Analyse. Wenn man zu jemandem sagt, boah, der ist aber hohl, dann meint man ja, dass er dümmlich ist. Ich will Frau Berger da gar keine Dummheit unterstellen, sondern diese wahrgenommene Hohlheit ist, glaube ich, genau das fehlende Selbstbewusstsein, also sich klar zu sein, in welcher Situation befinde ich mich gerade, welche Rolle spiele ich. Und was ist mein Erfolg davon? Was erreiche ich damit? Wenn ich diesen Handschlag mache, dann kommt das dabei heraus. Wenn ich diese Wortwahl treffe, kommt das dabei heraus. Und das scheint Frau Berger so gerade in Ansätzen klar zu werden, dass ihr das eben nicht klar ist. Und deshalb, da kommt für mich dann, also sie ist in einer absoluten Selbstsicherheit und die ist nicht unterfüttert mit einem Selbstbewusstsein. Und damit, dadurch gewinnt man diesen Eindruck der Hohlheit. Und genau das ist jetzt der Punkt für mich, auf den ich hinaus will. Was ist der Erfolg davon? Sie hat nicht verstanden, anscheinbar ist das niemandem so richtig klar gewesen in dieser Runde. Eva Herrmann kritisiert in ihrem Buch Das Dritte Reich, die Methoden des Dritten Reichs im Umgang mit Familien und Kindern im Insbesonderen. Auch wahrscheinlich mit der Mutter. Ich muss gestehen, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Aber auch die Rolle der Mutter und die Bedeutung der Mutter für Kinder und was da im Dritten Reich draus gemacht wurde, wie die Mutter instrumentalisiert wurde, um aus Kindern Soldaten zu machen und törige Nationalsozialisten. Und indem sie sich jetzt in dieser Sendung für dieses Buch rechtfertigen muss, indem sie sich
interessanterweise für die Missverständnisse der anderen rechtfertigen muss, verteidigen die dort Anwesenden, inklusive diesen Nationalsozialismusforscher oder wie sich die Berufsbezeichnung auch immer nennt, verteidigen die Irrlehren des Dritten Reichs. Das ist am Ende der Erfolg dessen, was da passiert. Und das halte ich schon für enorm. Also interessanterweise tut man genau das Gegenteil von dem, was man vorgibt zu tun. Man glaubt ja, dass man da irgendwie den Irrweg von Eva Herrmann und ihr Missverständnis und ihr Irrglauben über das Dritte Reich korrigieren müsste und verteidigt aber de facto die Misslehren, die genau in dieser Zeit stattgefunden haben. Und diesen Vorwurf, glaube ich, müssen sich alle dort Anwesenden Beteiligten gefallen lassen. Und wenn ich in dieser Situation wäre, dann hätte ich das unbedingte Bedürfnis, das nochmal gerade zu stellen. Ja, diese beiden Punkte sind diese, die ich nochmal anführen wollte, in der Hoffnung, dass da für den einen oder anderen was dabei ist oder dass das weiterführt. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.